Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Video von mir. Ich zeige euch heute, was ich in Italien an Beauty-Sachen gekauft habe. Unter anderem auch bei Sephora und auch den Douglas Hall. Ich habe ganz schön viel diesen und letzten Monat bei Douglas geshoppt. Und ja, ich würde sagen, wir starten jetzt gleich mit dem Video. Als erstes starten wir mal mit einem Produkt und zwar ist es aus Italien ein Rosenwasser. Das habe ich bis jetzt noch nie irgendwo gesehen und das ist wohl, kommt wohl aus Florenz und ist ein Rosenwasser. Ich kann es kaum lesen, weil Italienisch kann ich leider nicht. Es ist nicht 100% Rosenwasser, so wie jetzt das Rosenz, sondern es sind noch andere Produkte mit drin. Wie Glycerin, Hyaluron und noch ein paar andere Sachen. Und es riecht auch richtig, richtig gut nach Rose. Ja, ganz, ganz toller Duft auch. Und da habe ich mir einfach mal zwei Flaschen mitgenommen. Genauso habe ich mir noch eine Seife mitgenommen und zwar eine Tabakseife, denke ich mal, dass es ist. Also so Tabak und Blume, also die riecht auch richtig lecker. Also so, es ist kein süßduft, fruchtiger Duft oder so, sondern es ist so ein schöner, herber, angenehmer Duft, so ein Wärmeduft irgendwie, so wie Zedern oder Sandelholz, so ein bisschen in die Richtung. Riecht sehr, sehr lecker. Ja, und dann kommen wir auch schon zu den Sephora-Produkten. Und es ist nicht viel, es ist eine Kleinigkeit. Also eins habe ich von meinem Freund bekommen, und zwar dieses Bronzer und Blush-Set von NARS. Das ist jetzt auch mein erstes Produkt von NARS und mittlerweile gibt es hier auch hier in Deutschland bei Douglas zu kaufen. Und ich habe mich jetzt einfach für dieses Kombi-Produkt entschieden. Was ich ja sehr interessant fand bei, also ich hätte den ganzen Sephora leer kaufen können am liebsten. Und da ist es ja auch so, dass man im Kassenbereich ganz viele Probegrößen oder so Reisegrößen bekommt. Und darunter ist auch dieses hier gefallen. Eine sehr, sehr schöne Verpackung, die halt leider sehr, sehr schmutzanfällig ist. Und wenn man das Ganze aufmacht, sieht es so aus. Und das ist im Endeffekt das Bronzer und Blush Duo. Ich swatche euch das jetzt einfach mal. Sieht es schon mal auf den Fingern aus und so sieht es geswatcht aus und es ist im Endeffekt dieser Laguna Bronzer und dieser Orgasm Blush. Also ich glaube, ich bin der letzte Mensch auf der Welt, der diesen Orgasm Blush hat und das ist halt ein Blush, der sehr, sehr dezent ist, so ein bisschen Goldglitzeranteil drin hat, aber sehr, sehr schön ist. Also gefällt mir richtig gut und kann ich mir auch einfach als Topper nochmal auch so einem rosanen Blush kann ich mir das sehr, sehr, sehr gut vorstellen. Und dann habe ich mir noch eine Palette geholt, die im Angebot war beim Sephora in Italien. Und zwar habe ich für diese Palette nur noch 22,50 € bezahlt und ich nutze die seit einer Woche wirklich täglich. Heute mal nicht. Heute trage ich eine andere Palette, die zeige ich euch später. Aber die ist so unfassbar schön, einfach für den Alltag. Und da habe ich echt ein Schnäppchen gemacht. So sieht es auch nochmal von innen aus. Richtig, richtig schön. Hier stehen dann auch hinten die Namen der Farben drauf. Und das sind jeweils so drei Squads praktisch. Ich habe die auch schon fleißig verwendet, wie gesagt. Und so sieht das Ganze dann von innen aus. Und das ist momentan so mein liebstes Quad. Das verwende ich eigentlich fast täglich. Das hier ist halt wirklich so für ein bisschen Smoky Eye. Und hier haben wir so ein bisschen einen wärmeren Ton. Die Töne sind alle matt und butterweich. Also wirklich butterweich. Ganz, ganz tolle Palette. Und wer so auf Alltagslooks steht, also wirklich auf Alltagsfarben, der kann sich die mal anschauen. Die ist wirklich richtig gut. Und ja, mag ich sehr, sehr gerne. Ganz, ganz tolle Palette, finde ich. Ja, bin ich sehr froh, dass ich die gesehen habe. Und da gab es, also mein Geldbeutel war ja leider schon schmal am Ende des Urlaubs. Und es gab zum Beispiel auch eine Marc Jacobs Palette, diese längliche für 33 Euro oder Narcissist und keine Ahnung was. Also wirklich
jede Menge an verschiedenen Produkten und ja, ich habe mich aber für die entschieden, weil die hat mich einfach am meisten angesprochen, weil man die halt einfach jeden Tag verwenden kann und sowas liebe ich einfach. Ja, dann kommen wir auch schon zu den Douglas-Produkten. Einmal war ich in der Filiale und habe mir etwas gekauft, und zwar den Pixie Glow Mist. Den finde ich auch richtig gut, gerade für meine trockene Haut. Der macht so ein schönes glowy Finish. Ich trage das auch heute und ich finde, das Finish ist richtig schön dadurch geworden. Und ja, das ist der Glow Mist mit Propolis und Argan Oil. Einfach so ein bisschen pflegen, das ist feuchtigkeitsspendend. Ich hatte den auch im Urlaub dabei, da habe ich ihn allerdings nicht verwendet. Man muss aber sagen, also für die Reise würde ich den nicht nochmal mitnehmen, weil der läuft aus. Ja, das finde ich ein bisschen schade. Aber ansonsten ein tolles Produkt. Ja, dann kommen wir einmal zu dem Karton und der ist voll. Ja. Fangen wir einmal an mit einem Nachkaufprodukt, und zwar ist es hier das Chisana Sandy Light. Ich liebe es im Sommer und ich habe es aufgebraucht vor ein paar Wochen und habe mir das auch nachgekauft und ja, es ist auch schon wieder viel raus. Ich liebe diesen Duft im Sommer, ich mag den unheimlich gerne und ich zeige euch aber jetzt gleich eine Probe, der diesem hier Konkurrenz machen kann. Und zwar ist es von Escada das Sorbet Rosso. Das riecht so gut nach Wassermelone. Also das ist hier diese kleine Probe. Ich trage den jetzt nochmal auf. Oh, der riecht so unheimlich gut. Der riecht auch wirklich nach Sommer. Und der Flakon sieht so aus. Und ich bin am Überlegen, ob ich mir den noch bestellen soll, weil der einfach so unheimlich gut riecht. Aber eigentlich habe ich genug erstmal gekauft. Also ich bin da echt mit mir am Hadern. Aber ich zeige euch jetzt mal die weiteren Produkte, was ich noch so geholt habe. Und wie ihr wahrscheinlich gerade schon gesehen habt, ist auch dieses Schätzchen hier bei mir eingezogen. Ich habe es auch schon auf meiner Instagram-Story gezeigt. Also wer mir da noch nicht folgt, folgt mir auf jeden Fall. Ich poste da ab und zu einfach mal das, was mich gerade so erreicht hat. Und das ist diese wunderschöne Palette hier. Also sie ist wirklich ein Traum. Sie ist auch richtig schwer in der Hand und einfach mega schön. Alleine schon das Design ist Wahnsinn. Die Schrift hier unten ist so ein bisschen hervorgehoben. Also ganz, ganz schöne Palette schon mal von außen. Und jetzt mache ich euch die mal auf. Und die ist auch richtig schön. Ja, viele sagen jetzt, es ist eine Herbstpalette. Ja, weil sie halt auch recht dunkel ist. Man kann aber auch sehr sommerliches Looks damit schminken. Und ich habe auch schon die Farbe Baya ausprobiert. Es ist ein sehr, sehr schönes Orange. Gefällt mir richtig gut. Was mir auch gefällt, ist dieser Wanderlust. Der gefällt mir auch extremst gut. Und heute auf dem Auge als Farbe trage ich Ignite. Es ist so ein Kopperton. Und welchen swatche ich euch denn jetzt noch? Ich würde mal sagen, wir nehmen jetzt einfach mal den Radio oder den Big Sky. Na, wir nehmen jetzt mal den Radio. Also drei Farben. Richtig, richtig schön. Also hier haben wir einmal Wanderlust, Baya und Radio. Und das sind noch die Swatches von Borsa. Machen wir das einfach mal hier hin. Also ich bin da wirklich einmal reingegangen und schaut euch das an. Es ist so gut pigmentiert. Also jeder, der sagt, irgendwie Kelly-Chatten sind irgendwie schlecht oder so, das kann ich überhaupt nicht verstehen. Die sind butterweich, die lassen sich richtig schön auf dem Auge verblenden. Sie sind wirklich gleich beim ersten Mal da und lassen sich auch noch verblenden. Also sie sind wirklich super. Also ich habe jetzt die Born to Run Palette und auch die Naked Heat Palette und bin von beiden restlos begeistert. Also ja, mir gefallen die richtig gut und ich finde auch das Augen-Make-up heute damit wieder richtig, richtig schön. Man kann wirklich Alltagslooks schminken, wo man wirklich auch mal rausgehen kann mit. Man kann auch wirklich so Knallerfarben verwenden zum Feiern gehen oder so. Und ja, also ich bin restlos begeistert von dieser Palette und ich liebe sie. Also ich wirklich, das ist
so eine schöne Palette. Und ja, wenn ich es schaffe, dann werde ich euch auch einen Look damit abschminken. Ja, auf jeden Fall toll. Was ich aber auf jeden Fall empfehlen kann, ist erst das Augen-Make-up und dann die Foundation. Mache ich aber mittlerweile bei jeder Palette, weil es halt einfach wirklich sicherer ist. Man muss sich nicht Gedanken machen, dass dort Lidschatten bröselt oder sonstiges. Man kann danach hier wirklich so eine schöne Kante nochmal ziehen. Einfach damit schön arbeiten und deswegen mag ich das sehr, sehr gerne. Ja, als nächstes zeige ich euch mal dieses schöne Teilchen hier und zwar ist der Classic Brush Holder. Ich habe ja momentan diese IKEA-Aufbewahrungen und ich muss sagen, sie sind schön, sie sind praktisch, aber sie nehmen halt auch extremst viel Platz am Tisch weg und deswegen habe ich mir halt diese hier geholt. Ich habe jetzt auch mal schon ein paar Pinsel hier reingestellt. Das ist einfach so eine schöne, transparente Box. Man hat hier in dem kleinen Fach noch eine Unterteilung. Man hat zwei große Fächer und es passt mit Sicherheit auf jeden Fall viel rein. Und dann kommen wir auch schon gleich zu diesem Schätzchen hier. Den habe ich auch schon verwendet. Und zwar ist es aus der Rose Golden Edition der Silk Finish 102 Pinsel. Also die Verpackung ist schon richtig, richtig schön. Und den Pinsel habe ich auch schon verwendet und habe den heute auch verwendet. Und der ist mega gut. Also ich finde, es ist einer der besten Foundation-Pinsel, die ich seit langem getestet habe. Und so sieht das Ganze hier aus. Also auch richtig, richtig schön hier vorne mit dem Emblem. Und hier hinten steht auch nochmal Rose Golden Edition drauf. Ganz, ganz schöner Pinsel. Und aus dieser Edition habe ich mir noch zwei Pinsel geholt. Und zwar einmal den 226 Smudger. Kommt hier auch in so einer Verpackung daher. Das ist dieser Pinsel hier. Das ist halt wirklich so ein Smudger-Pinsel, wo man halt einfach hier schön unterm Auge pinseln kann. Pinseln kann, ja. Gefällt mir richtig, richtig gut. Das ist mit dem Nagellack hier abgehauen. Also kennt ihr das bei manchen Nagellacken oder bei manchen Topcoats, die halt dann nicht richtig trocknen und dann langt man irgendwo rein und hat so eine richtige Scharte drinne. Sowas ärgert mich ja immer, wenn ich ehrlich bin. Kommen wir zum nächsten Pinsel und zwar ist es ein, den habe ich schon und ja, ich habe mir den jetzt hier nochmal mitbestellt, die 225 Lux Eye Blender. Das ist wirklich ein guter Blenderpinsel. Ja, das ist wirklich ein guter Blenderpinsel, mit dem man halt wirklich gut in der Crease arbeiten kann. Das ist dieser hier, auch in diesem schönen rose-goldenen Design. Gefällt mir richtig gut, hat auch hier vorne nochmal so was Eingestanztes. Und mit dem kann man halt wirklich hier schön arbeiten und schön den Lidschatten auftragen. Und der ist wirklich richtig gut. Und ich habe den ja schon in dieser Standardvariante und den da liebe ich. Den kann man wirklich gut waschen. Der bleibt schön in der Form. Der arbeitet richtig schön und präzise. Ganz, ganz tolle Pinsel von Zoeva. Und vielleicht wünsche ich mir zu Weihnachten einfach mal so ein schönes, großes Set. Kommen wir zur nächsten Marke, die es neu bei Douglas gibt. Und zwar ist es It Cosmetics. Und da habe ich mir jetzt einfach mal diesen Under Eye Concealing Pot bestellt und den trage ich auch heute und ich finde den richtig gut. Ich verwende den jetzt schon ein paar Tage lang. Das ist dieses Döschen hier und wenn man den aufmacht, ist hier nochmal so ein Deckel drinne und so sieht der innen drinne aus und ich dachte mir im ersten Moment, oh Gott, ist der gelb und dunkel, aber wenn man den wirklich swatcht, dann ist der richtig schön hell und lässt sich auch richtig schön verteilen. Und der setzt sich halt auch nicht in der Crease ab irgendwie. Also der creased halt nicht. Finde ich richtig gut. Also ganz, ganz tolles Produkt. Und ich werde mir auf jeden Fall noch diese CC-Cream bestellen, die es von It Cosmetics gibt. Aber da gab es leider meine Farbe nicht. Deswegen habe ich mir den nicht mitbestellt. Und ja. Aber ganz, ganz tolles Produkt und von It Cosmetics werde ich auf jeden Fall noch mehr testen. Ja, vom Benefit habe ich ein Produkt bestellt und zwar ist es diese Foundation hier. Und das ist die Soft Blur Foundation in der Farbe 2. Ich dachte, mir reicht oder mir passt die Farbe 2,
Was ich jetzt an der Schale finde, ist, dass sie sehr, sehr gelb ist. Also man kann es ausgleichen, aber es ist halt wirklich schon sehr, sehr gelb. So sieht das übrigens aus. Richtig schön gemacht. Also ganz, ganz tolle Farbe. Ganz, ganz tolle Verpackung. Man muss die auf jeden Fall gut schütteln. Und gebe ich mir das einfach mal hier drauf. Und ihr seht es, glaube ich, schon, ne? Also die ist halt wirklich schon gelb. Was aber allerdings ein Vorteil ist, ist, dass die sich sehr, sehr schön ausblenden lässt. Und dass es dann nicht so auffällt, dass die ein bisschen Gelbstich hat. Also ich werde mir auf jeden Fall die Nummer heller noch bestellen, also die Nummer 1. Und aber so vom Tragegefühl her, vom Auftrag, einfach von der ganzen Formulierung her finde ich die richtig gut. Also die setzt sich nicht unschön irgendwo ab. Sie legt sich nicht in die Fältchen rein. Sie hat einen schönen Dewy-Finish irgendwie. Also gefällt mir richtig, richtig gut. Und ja, mag ich sehr, sehr gerne. Hat einen Lichtschutzfaktor von 15. Ist auch mit drin. Und ja, und man sieht es halt hier schon auf dem Handrücken. Sie ist ja wirklich schön verblendet und setzt sich halt wirklich nirgends ab. Einzigster Nachteil ist, dass sie ja wirklich ein bisschen, ein Ticken zu gelb ist. Also hätte ich nicht gedacht, dass die 2 schon so, so eine Abstufung hat. Und die 3 von den Bildern her, die online sind, ist mir, glaube ich, viel zu dunkel. Also da glaube ich, das kann ich, glaube ich, vergessen. Ja. Aber ich kann mit der arbeiten und deswegen habe ich sie auch behalten. Ja, und noch ein Produkt, was ich mir bestellt habe, was wirklich auch sehr, sehr viel zu sehen ist auf YouTube, Instagram, ist dieses schöne Stückchen hier. Und zwar von Too Faced, die Natural Face Palette. Hier zieht man sie einmal raus von dem Schuber, der auch sehr, sehr schön ist. Und so sieht die Palette aus. Also richtig, richtig schön, gefällt mir mega gut. Hat hier vorne auch noch so ein Herzchen dran. Und wenn man die aufmacht, sieht das Ganze hier so aus. Und ich habe sie auch schon ordentlich verwendet. Und sie duftet nach Zuckerwatte. Also wirklich richtig schön süß. Und ich swatche euch jetzt einfach mal die Highlighter. Und die sind butterweich. Das sind jetzt die beiden Highlighter, also oben einmal Starlight und unten einmal Satin Sheets. Gefällt mir halt auch mega gut. Dann mal den Pink Wink und den Pink Scent. Also das ist Pink Wink und das ist Pink Scent. Auch richtig schön. Und die 2 Bronzer, Sunny Honey und Tropic Like It's Hot. Also hier haben wir einmal Sunny Honey, nein Quatsch, andersrum, Tropic Like It's Hot und Sunny Honey. Also der untere, der Tropic Like It's Hot, ist schon sehr, sehr dunkel. Also den kann ich aber auch verwenden, muss nur wirklich sehr, sehr vorsichtig sein. Aber ansonsten richtig schön. Und der hat halt auch so einen schönen Goldschimmer mit drin. Also könnte man mit Sicherheit auch gut als Lidschatten einfach verwenden. Aber so kann man den wirklich auch gut verwenden. Man muss halt wirklich vorsichtig sein, darf nicht zu viel Produkt verwenden. Und bei dem anderen ist halt wirklich so, der geht halt bei mir. Ne? Also den kann ich wirklich schön auftragen und schaut gut aus und ist nicht gleich zu viel auf einmal. Ja, und dann kommen wir auch noch zu den Goodies, die ich abstauben konnte. Und das sind wirklich einige. Einmal habe ich für meinen Freund hier von Lab Serious Skincare for Men Multi-Action Face Wash bekommen. Das ist dieses hier. Das kann man sich ins Bad stellen, kann sein Gesicht damit waschen. Dann habe ich hier einmal von Betty Barclay Pure Pastel Mint bekommen. Den ziehen und drücken. Ah, so, ein bisschen schwerer. Ja. Diese Betty Barclay Düfte mag ich auch sehr, sehr gerne, riechen richtig gut. Den werde ich auf jeden Fall tragen.
Dann haben wir hier von Jean-Paul Gaultier, das habe ich, glaube ich, im Douglas selber bekommen, ein Parfum. Das dürfte für die Frau sein, denke ich jetzt mal. Also hier steht nichts drauf. Wenn ich das jetzt auch noch sprühe. Naja, egal. Oh, das riecht gut. Ja, das riecht richtig gut. Also ich kann nicht beschreiben, nach was es riecht. Also es ist ein wärmerer Duft. Also ich würde den jetzt eher so in den Herbst-Wintermonaten tragen, aber der riecht richtig gut. Doch, ja, also vielleicht auch so ein bisschen nach Vanille. Also der riecht, boah, der riecht lecker. Kennt den jemand von euch? Findet ihr den? Jean-Paul Gaultier Classic. Dann haben wir von Aura Mugler das Eau de Parfum. Das ist, glaube ich, dieses neuere. Das probiere ich jetzt aber nicht aus, weil sonst kriege ich hier einen Duft. Ende. Ja, hier riecht man nichts raus, muss man auch sprühen. Also werde ich auf jeden Fall mal demnächst testen. Weil ich ja bei Douglas ein It Cosmetics Produkt bestellt habe, habe ich hier eine Mascara bekommen. Die habe ich jetzt noch nicht ausprobiert. Es ist die Superhero Mascara, Volumizing Mascara. Das sieht hier so aus. 96% sagen, die Wimpern schauen gestretched aus. 96% sagen Dramatik, Volumen und Länge. 96% sagen plumper looking lashes, also voluminösere Lashes. 100% sagen saw a fuller lash line. Okay. Also der Mascara sieht jetzt mal so hier aus und hat ein normales, gerades Bürstchen. Werde ich ausprobieren, bin ich mal sehr gespannt drauf, wie die ist. Und dann habe ich noch eine Mascara bekommen, und zwar von Shiseido, die Full Lash Multidimension Mascara. Und ich muss jetzt schon sagen, ich habe sie schon ausprobiert. Und wenn ich die jetzt mit der L'Oreal Ecstatic Mascara vergleiche, nee. Sie trennt schön die Wimpern, sie macht schön lange Wimpern, aber jetzt nicht so voluminös. Also man hat hier unten irgendwie so wenig Volumen. Das hier sieht so aus, und was jetzt hier neu sein soll. Man kann sie sich so hinbiegen, wie man will, und kann dann praktisch tuschen. Ich habe das einmal ausprobiert, ganz im Ernst. Mir reicht eine vollkommen gerade komplett aus. Also ich brauche da nicht irgendwas Abgewinkeltes. Also mit dem Abgewinkelten habe ich eher Angst gehabt, mir irgendwo daneben zu malen, als mit der ganz normalen geraden Richtung. Ja, aber ich würde sie mir nicht nachkaufen. Definitiv nicht. Also für so einen natürlichen Look reicht die vollkommen aus, aber wer wirklich Volumen haben möchte, und der wird mit der nicht glücklich, glaube ich. Ja, ihr Lieben, das waren jetzt auch schon alle Produkte, die ich bei Douglas und beim Sephora geshoppt habe, und ich freue mich sehr über meine Auswahl, und einige Produkte habe ich auch wirklich schon öfters ausprobiert und getestet, und mag ich sehr, 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 sehr gerne. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr keins meiner Videos mehr verpassen wollt, dann klickt doch hier unten auf den Abonnier-Button. Würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin, ihr Lieben. Tschüss!